Hallo zusammen! Heute möchte ich euch mein Lieblingssalatdressing mit Hanföl zeigen. Ich habe einen Post dazu auf Instagram gemacht und die Nachfrage von euch war so hoch, dass ich mich entschieden habe, noch ein YouTube-Video davon zu machen. Für das Dressing braucht ihr eine Knoblauchzehe, 150 ml gepresster Orangensaft, der Saft einer Zitrone, ihr braucht 2 Esslöffel gemahlene Mandeln, etwas Salz und Pfeffer, ihr braucht einen Schuss Kräuteressig, etwas Sojasahne oder Sojamilch und natürlich braucht ihr Bio-Hanföl. Hanf an sich ist extrem vielseitig einsetzbar. Hanfsamen haben eine enorm hohe Nährstoffdichte, eine gute pflanzliche Proteinquelle und vor allem sehr, sehr, sehr gute Fette. Vor allem das Hanföl besteht zu 79% aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Da kann kaum ein anderes Öl mithalten. Es schmeckt leicht nussig im Geschmack, eignet sich ideal für Brotaufstriche oder eben für Salatdressing. Ich zeige euch jetzt hier mein Lieblingsrezept. Bio-Hanföl ist wirklich eines der wertvollsten Öle überhaupt. Deswegen möchte ich an der Stelle noch einmal erwähnen, ganz wichtig, dass ihr das Hanföl oder allgemein kalt gepresste Öle nicht erhitzt, denn beim Erhitzen jeglicher Nahrungsmittel gehen sehr, sehr viele Nährstoffe verloren. Also verwendet es am besten in einem Salatdressing oder zum Beispiel als Brotaufstrich, einfach nicht erhitzen. Im Geschmack schmeckt es übrigens leicht nussig. Probiert einfach mal dieses Salatdressing aus. Ich bin sicher, ihr werdet es lieben. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, natürlich vegan und somit können es auch Veganer genießen.